Wo bin ich jetzt gerade privat, beziehungsweise halt, was ist so Plan für den Hauptkanal, für die ganzen Sachen abseits der Pokémon-Turniere? Weil jetzt gerade ist es ja so, dass auf dem Hauptkanal das Worlds-Video vor ein paar Monaten kam. Es ist jetzt schon ein bisschen her, fast 3 Monate, 81 Tage. Und ich bin auch, also erstmal noch vielen, vielen Dank an für das ganze Feedback, für den ganzen Support unter dem Video. Das war wirklich krass. Das ist mein zweitbeliebtestes Video, wenn man nur auf die Aufrufe schauen würde. Ich glaube, wenn man auf die Daumen nach oben schauen würde, tatsächlich auch mein beliebtestes Video aller Zeiten. Und hat halt nach ein bisschen mehr als 2 Monaten die 100.000 Aufrufe geknackt, was halt kein Video davor jemals in so kurzer Zeit bei mir geschafft hat. Und da geht es mir gar nicht um die Aufrufzahl, sondern einfach die Tatsache, dass so viele Menschen dieses Video gesehen haben, weil, ich bin ehrlich, ich habe zu Freunden gesagt, ich bin happy, wenn dieses Video 10.000 Aufrufe erreicht. Aber gar nicht so diese Aufrufe, sondern eher die Tatsache, wenn es halt Leute erreicht. Selbst wenn es so 5.000 sind, nur so in Anführungszeichen, wenn Leute sich das anschauen und sich denken, hey, diese Geschichte, die der Rahim da erzählt, die ist interessant, die ist cool, so, die inspiriert mich vielleicht auch in irgendeiner Hinsicht, dann hätte mich das sehr gefreut. Also so habe ich das im Vorfeld gesagt. Und es hat mich sehr gefreut, dass dann am Ende das halt so bei rumgekommen ist. Dass super viele Leute dieses Video gesehen haben und gesagt haben, hey, das hat was mit mir gemacht. Weil das ist das Ziel von solchen Videos für mich. Ich möchte eine Geschichte erzählen. So, ich habe ja auch Video-Editing studiert für ein Jahr. Und dort habe ich nochmal gelernt, wie schön es ist, Geschichten zu erzählen. Und das möchte ich halt auch auf meinem YouTube-Kanal machen. Und es war dann auch eine sehr persönliche Geschichte. Danke für den Follow, Quackavelli. Und diese Geschichte halt erzählen zu dürfen vor so vielen Leuten, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich möchte natürlich auch meine Geschichte erzählen zu den Weltmeisterschaften. Dankeschön für den Follow, Chic, und ich schaue da gleich mal rein. Und freut mich sehr, dass zum Beispiel auch ja, hier einige inspiriert hat, auch im Chat. Und das Ding ist, jetzt bin ich natürlich im Struggle. Ich möchte das Worlds-Video machen, aber ihr habt ja bemerkt, wie lange überhaupt das andere Video gebraucht hat. Das habe ich auch so ein bisschen ja schon drüber geschnackt. Und ich habe angefangen mit dem Skript, das kann ich euch sagen. Ich habe auch schon tatsächlich ein anderes Video komplett fertig geskriptet vorher. Ich habe ein Thumbnail auch schon dafür beauftragt, das ist auch sehr cool geworden. Aber ich hatte mich dann dazu entschieden, das Video erst nach dem Worlds-Video hochzuladen. Weil so, wir haben jetzt Teil 1 Worlds und ich finde es cooler, wenn das nächste Video auf dem Hauptkanal Teil 2 Worlds ist. Und ja, deswegen ist es jetzt aktuell halt so, wir können ja mal kurz hier, damit wir nicht nur mein Gesicht hier sehen, ne? Immer nur mein Gesicht, wie es hier so aussieht. Und zwar gehen wir mal jetzt hier rüber in den anderen Modus auf meinem Kanal. Warte ganz kurz, ja, bla bla bla, bevor sie zu YouTube wechseln. Hier, so. Genau. Da sehen wir noch das Bild vom letzten Mal. Voll schlimm, wenn ich Presence Stream anmache und dann Presence Gesicht sehe. Ja, echt so. Man sieht halt, ne, dieses eine Video hier vor 2 Monaten, hier vor 10 Monaten. Und damals, ich hatte ja einen aktiven Kanal, ne. Also hier, da war viel GPL und so, aber wir hatten da super viele Videos. Aber es wurde ja immer weniger. Und weniger und weniger, und habe ich mich mehr auf meinen Zweitkanal fokussiert und zwischenzeitlich natürlich auch weniger Videos gemacht, weil ich dann ja noch viel auf der Arbeit zu tun hatte. Jetzt bin ich selbstständig und mache viel auf den anderen Kanälen und streame mehr, aber auf dem Hauptkanal läuft aktuell noch nicht so viel. Erstmal Chixen, danke für deinen Resub, danke für, warte mal, 28 Monate, aber für 6 Monate auf Stufe 1 abonniert, also schon im Vorfeld. Sehr, sehr, sehr krass. Ich danke dir für den Support und ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Danke, danke, danke. Das ist super, super sweet von dir. Vielen, vielen Dank, Chixen. Und ich hoffe, dir geht's gut. Ja, das Video hier, dann gab es noch dieses Lebenszeichen. Das Video hier sollte halt die neue Ära auf dem Kanal einleiten. Halt eine neue Art von Videos, eine neue Art von Stil. Auch natürlich so mit den Thumbnails und so weiter und so fort, mit den gezeichneten Thumbnails. Aber ich habe es halt noch nicht geschafft, dahin zu kommen mit der Frequenz, wo ich ganz gerne sein wollen würde. Weil mein Ziel wäre es, jeden Monat ein Video auf dem Hauptkanal zu haben. Aktuell schaffe ich das halt noch nicht. Und
Das Ding ist, das Worlds-Video, das wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also ich werde den November komplett durcharbeiten und ich hoffe, dass ich es Ende November hochladen kann. Aber ich werde halt sozusagen versuchen, komplett mich im November ranzusetzen und an dem Video zu den Worlds, also wie sie dann liefen, wie das Turnier war. Ich habe ja auch recht viel Footage von dem Ganzen, also da, man hat auch eine schöne Geschichte. Auch im Vorfeld, der Weg zu den Worlds, ich habe ja ein Bootcamp, war ja ein Bootcamp dabei und so weiter und so fort. Das sind halt Geschichten und so, die ich halt alle noch nicht teilweise erzählt habe und die möchte ich in diesem Video zusammenfassen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr cool, aber es wird wieder ein Mammutprojekt. Und dann gibt es noch das Dortmund-Video, wo ich natürlich die Top 16 Performance hatte, wo ich auch viel Footage habe. Und dann gibt es natürlich auch einfach kleinere Videos, halt so ein bisschen so Pokémon Competitive Essay mäßig, was ich auch schon in der Vergangenheit öfter gemacht habe, was ich halt auch ja, in Zukunft natürlich weitermachen möchte. So ein Mix aus diesen Geschichten und aus diesem Competitive und Casual so ein bisschen vereinen. Und das auf Dauer natürlich jeden Monat hinbekommen, ist schwierig alleine. Deswegen ist das ja gerade auch ein Punkt, wo ich nach Videoeditoren suche und da sieht es auch ganz vielversprechend aus. Ich habe jetzt von zwei Leuten auch das allererste Mal so einen kleinen Probeschnitt bekommen, wo wir einfach mal so ein bisschen den Stil getestet haben und so. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen in Kontakt, dass ich zumindest entlastet werde bei ein paar Videos, weil das Worlds-Videos werde ich komplett alleine schneiden. Das möchte ich einfach, das ist mein Ding, das muss ich einfach selber machen und durchziehen. Aber auf Dauer will ich halt da zumindest ein bisschen Unterstützung haben und ja, immer mal wieder ein Video abgeben, sodass vielleicht es wirklich schaffen, jeden Monat ein Video auf dem Hauptkanal zu haben und ja, dass hier einfach ein schöner Rhythmus reinkommt, aber wir gleichzeitig andere Projekte auch noch haben, woanders, ne? Es gibt ja dieses Projekt hier oder, warte, dieses Projekt hier, was ist das denn? Und dann will ich aber natürlich auch, dass der Zweitkanal weiter ja, viele Videos hat. Wir haben hier auch mal was Neues mit dem World Cup, also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Und natürlich auch der VOD-Channel. So, das ist ja quasi das, wo auch dann dieser Stream hier oder Stream-Ausschnitte eben hier online kommen. Und ja, da bin ich eigentlich auch recht zufrieden mit, weil ich finde, dass wir da auch viel coolen Content haben. So, weil ich finde, das, was wir gerade im Stream machen, ist aktuell recht cool. Und das ist alles Mögliche halt. Und ja, es freut mich auch, dass da einige Interesse dran haben. Und das ist halt so weiter natürlich mein Plan. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und Teil davon muss man essen, schlafen, andere Sachen machen, Haushalt, dies, das, jenes. Und nee, ich werde kein Firmenboss mit 100 Angestellten, aber ich möchte auf jeden Fall auf Dauer es schaffen, endlich mal Arbeit abzugeben. Weil mein größtes Problem schon immer gewesen ist, dass ich nicht gerne Arbeit abgebe, es zumindest versuche, aber ich mir immer so denke, boah, ich will niemandem das aufbürden und dann, wenn ich so sage, boah, das und das würde ich noch anders machen wollen, ist das dann irgendwie blöd und so weiter und so fort, ich schaffe das einfach nicht. Und dann denke ich mir lieber, ja, ich mache das einfach selber, passt schon, so. Und ich kann nicht alles alleine machen. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht diese krassen Thumbnails auf dem Hauptkanal, die ich jetzt halt für jedes Video dann eben haben möchte, alleine machen, weil ich natürlich nicht so krass zeichnen kann. So, ich kann zumindest, das kann ich ja sagen, gut schneiden, so, aber auch das quasi gemeinsam mit Skripten, mit Einsprechen, mit allem anderen, was so ansteht, das ist halt einfach sehr viel Aufwand. Und ja, das, wenn ich sozusagen nur den Hauptkanal hätte, könnte man natürlich mehr machen, aber ich möchte halt nicht nur diese Art von Videos machen, sondern ich habe sehr viel Spaß, den Press-Press-Kanal zu führen. Ich habe sehr viel Spaß zu streamen. Und ja, deswegen ist das halt gerade einfach noch eine Findungsphase für mich weiterhin, auch wenn wir jetzt schon ein paar Monate länger in dieser Selbstständigkeit drin sind, also ich. Aber der Plan ist auf jeden Fall auf Dauer mehr Regelmäßigkeit dahin zu bekommen, aber das ist sozusagen gerade so Step by Step. Und ich hoffe, irgendwann bin ich quasi eingegroovt mit vielleicht auch ein paar Leuten, die mich dann unterstützen behind the scenes. Natürlich finanziell, by the way. Also das ist dann nicht so, ja, okay, hey, ich suche mir mal jemanden, der mich dann da unterstützt behind the scenes für ein Apfel und ein Ei, sondern auch, dass da halt fair bezahlt wird. Und da muss ich dann halt genauso schauen, dass dann, dass eben finanziell auch alles läuft, so in der Selbstständigkeit, dass es sich alles auch irgendwie, ja, dass ich da nicht mir einen Schuldenberg anhäufe oder irgendwie sowas. Aber deswegen mache ich das halt auch Step by Step und nicht alles bumm rein. Wir geben hier super viel Geld aus und das und dies und das, damit wir alles direkt groß machen wollen. Ja, sondern ein bisschen langsamer, gediegener und zukunftsorientierter, weil im Optimalfall kann ich das hier länger machen.
Weil ich habe ja gesagt, Ende des Jahres ziehe ich Bilanz und schaue, ob ich das auch über dieses Jahr hinaus länger machen kann, möchte, wie auch immer. Also ich möchte aktuell auf jeden Fall, das kann ich sagen. Und ich baue es halt gerade so auf, dass ich es hoffentlich dann auch mittel- bis langfristiger machen kann. Weil, ja, ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran und ich möchte das auch ganz gerne noch ein bisschen machen und dann mal gucken, wohin uns die Reise führt. Und wenn ich dann im Laufe des nächsten Jahres dann doch merke, geht nicht, will ich nicht, mag ich nicht, keine Ahnung, dann kann ich ja immer noch einen anderen Weg einschlagen. Aber ja, aktuell sind wir auf diesem Weg. Und deswegen, ja, sind das gerade so ein bisschen meine Gedanken, wie aktuell das mit den Kanälen läuft. Und deswegen brauchen manche Sachen einfach gerade noch ein bisschen länger. Aber aktuell bin ich halt auch einfach noch ein Ein-Mann-Unternehmen. Und das ist halt nur begrenzt machbar. Und also alles dann zu machen, was man machen will. Und dann hat man super viele Ideen und denkt sich, super, das will ich machen. Und dann kündige ich das an, das. Und dann klappt das doch alles nicht. Deswegen bin ich auch aktuell ein bisschen wieder gediegener unterwegs und sage, hey, ich verspreche nichts, dass das, die dann und dieses Projekt dann kommt und so weiter und so fort. Aber ich möchte sehr, sehr viel machen und ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, das zu machen, was ich tue. Aber ich kann natürlich auch nicht alles machen, was ich machen möchte. Das funktioniert nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Leben. So ist es ja nicht. Auch wenn es vielleicht andere Sachen sind. Ich finde das echt heftig. Ich will auch anfangen mit Twitch und YouTube, bin aber glücklicherweise finanziell sehr unabhängig. Das hilft auf jeden Fall. Zum Beispiel will ich ja auch YouTube und Twitch machen, ohne diesen Druck mir machen zu müssen, dass ich mir denke, boah, diesen Monat, ich muss das und das einspielen, sonst ist alles vorbei. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie ein Placement annehmen, worauf ich gar keinen Bock habe oder irgendwie sowas. Deswegen will ich das halt auch alles, ja, gesund wachsen lassen und nicht halt irgendwie deswegen jetzt 100 Leute anstellen, logischerweise, die ich dann bezahlen müsste. Und dann müsste ich Sachen machen, die ich nicht machen wollen würde. Das soll halt nicht passieren, sondern ich will weiterhin das machen, was ich machen möchte. Aber ja, muss natürlich alles auf eine gesunde Art und Weise passieren. Und das ist so ein bisschen gerade der Stand der Dinge, um euch da vielleicht auch ein bisschen abzuholen, wie es mir da geht, wie ich mich da so fühle und was aktuell so Phase ist.